Moin Freunde, vor kurzem hat ein Abonnent mich gefragt, ob ich einen Guide zur Trophäe Präzisionsarbeit in Batman Arkham Knight machen kann und hier ist er. Die Trophy verlangt von euch, dass ihr mit der Vulcan-Kanone 5 perfekte Schüsse in Folge vollführt, ohne Schaden zu nehmen. Ich habe mir hier die schnellste und einfachste Lösung ausgesucht. Dazu habe ich ein neues Spiel gestartet und ca. 13 Minuten gespielt, bis ich zu der Stelle kam, an der die Trophy am besten machbar ist. Ihr müsst kurz nach Beginn Scarecrows Apartment untersuchen und dann kommt eine Cutscene mit Poison Ivy. Danach steuert ihr euer Batmobil fern und genau dort beginnt das Ganze. Bedenkt aber bitte, dass das, was ich euch gleich zeigen werde, zwar sehr leicht aussieht, ich aber 14 Versuche gebraucht habe, bis ich es endlich geschafft habe, also bringt echt Geduld und Konzentration mit und bitte gebt nicht gleich auf. Wenn die Mission beginnt, haltet ihr direkt L2 auf der PlayStation gedrückt, um in den Kampfmodus zu wechseln. Dann könnt ihr mit dem linken Stick seitlich ausweichen und zusätzlich könnt ihr mit dem Druck auf R3 zoomen. Nun begegnet ihr 6 Panzern, die sich bewegen und auf euch schießen. Ihr solltet hier versuchen, jeden Panzer einzeln zu bekämpfen und am besten wartet ihr, bis er zum Schuss ansetzt und weicht dann seiner Ziellinie aus. Um ihn dann mit einem Druck auf R1 mit dem Maschinengewehr einen Schuss in sein lila leuchtendes Feld zu verpassen, der ihn direkt zerstört. Ihr dürft aber wirklich nur einmal R1 antippen, da die Trophy von uns einen perfekten Schuss verlangt. Wenn ihr merkt, dass ihr zu oft geschossen habt oder dass ihr Schaden erlitten habt, dann startet einfach neu. Versucht hier am besten nicht die Trophy so schnell wie möglich zu machen, sondern lasst euch Zeit, um den roten Schusslinien der Gegner auszuweichen und den perfekten Moment für den Schuss abzuwarten. Denn wenn ein Panzer schießt, bleibt er stehen. Schlagt erst dann zu. Mit etwas Übung bekommt ihr das auch nach ein paar Versuchen locker hin, denn wenn sogar ich, der das Spiel zweimal gespielt hat, es schafft, dann sollte es für euch auch kein Problem sein. Es gehört einfach ein bisschen Geduld und Konzentration dazu. Ich habe das selbst so oft probiert, dass ich total abgenervt war und irgendwann um 3 Uhr nachts habe ich es dann geschafft nach dem 14. Versuch und ich habe mich sowas von gefreut. Also ihr schafft das locker. Alternativ könnt ihr die Trophäe auch in der ER-Herausforderung Ein-Mann-Armee holen, die man aber erst freischalten muss, indem man mit dem Batmobil 50 Meter weit springt. Deswegen habe ich einfach diese Stelle bevorzugt, die ich euch gerade gezeigt habe. Das ging einfach viel schneller für mich und ich hoffe, euch hat das Video geholfen, gefallen. Und wenn ja, lasst mir ein Feedback da, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Und ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und bis bald!